Hi, grüße euch Leute. Hier wieder mal euer RetroStorm Let's Play. Und zwar schauen wir uns heute das Spiel Deadlight an. Ist ein Indie-Game, Zombie-Apokalypse-Genre, so postapokalyptisch. Und was für mich ein extrem geiles Feature an dem Game ist, es ist kein Shooter, nein, es ist eigentlich ein Jump'n'Run. Und das hat mir total gut gedacht, weil sowas habe ich in der Art und Weise noch nie bei einem Zombie-Apokalypse-Spiel gesehen. Und dann fangen wir am besten einfach gleich mal an ohne große Umschweife. Play. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Why? Randy? Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We'd all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. Shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the safe. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything. Or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Ich liebe dieses Intro und das Game. Good luck, Randy. So, wir können uns hier frei hin und her bewegen. Was ich jetzt noch sagen wollte, ich habe halt die Klappe gehalten, damit ich nicht die Sequenz unterbricht und reinrede. Man soll ja alles hören. Dieser Zeichenstil gefällt mir total gut, dieser Comic-Zeichenstil. Vor allem erinnert er mich ziemlich an dieses Game Infamous. Und auch die Musik in dem Spiel finde ich sehr, sehr passend für das ganze Szenario gewählt. Wir spielen jetzt also unseren Randy. Hier haben wir Stella, oder? Ja. The body is full of bites. Yep. Und wir müssen jetzt versuchen. Ja, das solltest du ja wissen. Und wir müssen jetzt versuchen, ihn so schnell wie möglich abzuhauen von diesen ganzen Zombies. Und. Bumm. Ha, jetzt kommst du nicht mehr rein. Was ich so interessant gefunden habe, ist, dass gleich am Anfang, man sieht halt, man spielt einen Charakter mit einer Pistole und er wirft die Pistole dann aber gleich mehr oder weniger weg. Oha, nein, da sollte man besser raufgehen. Hup, 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 hup. Und er gibt die Pistole dann einfach gleich ab, was das ganze Feeling ein bisschen sofort verändert, weil ich will reden. Trotzdem, ich will reden, verdammt. Jedenfalls merkt man sofort, dass der Hauptfokus von diesem Spiel nicht auf sinnlosem Geballer liegt, wie etwa bei Zombiespielen wie Raycon City oder Left 4 Dead. Wobei, da ist natürlich auch Strategie gefragt und so sinnlos ist das Geballer auch wieder nicht. Ich wollte es nur gesagt haben. Übrigens, links oben bei meinem Interface seht ihr, dass ich 5 HP habe. Eigentlich startet man nur mit 3 und ich habe eigentlich schon alles gesucht in diesem Spiel und habe ziemlich viel gefunden. Und mein Ausdauerleist ist auch ein klein wenig erweitert.
So. Okay, jetzt sind hier ein paar Zombies rein und ich sprinte. Zup. Zack. Und zack. Hier oben bei der Leiche würden wir normalerweise noch was finden. Und jetzt. Oh Gott. Weil ich spiele jetzt mit Tastatur. Ich muss jetzt eh gedrückt halten und währenddessen in die Richtung drücken. Ach, es ist so fein. Es ist so fein, die Steuerung. Und oh 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 boom. Hey ja. Nee. So nicht, Freundchen. Bisschen knapp. Wer steht denn da so ganz allein? Das kann doch nur ein Zombie sein. So. Gut, Schritt 1 haben wir gemacht. Und eben, man sieht hier eigentlich total gut, dass das hier so immer um dieses Hin- und Herrennen geht. Und was die Zombies angeht, werde ich dann gleich noch was dazu sagen. Barrel. Ich finde, dieses Spiel hat das mit den Zombies auch sehr gut geregelt. Ja, komm, ein bisschen doofer Zombie, mach bumm. So, zum einen, dass man diese improvisierten Fallen nutzen kann. Das kenne ich schon aus anderen Spielen, die in diese Richtung gehen. Aber, ja, das dauert, bis das zu dem richtigen Punkt kommt. Höp, und höp. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hopp. Und vor allem das Abgefuckte ist, man sieht im Hintergrund so viele Zombies und wenn man irgendwie laut ist, später vor allem kann es sein, dass man dann Zombies aus dem Hintergrund sozusagen anzieht, die dann daherkommen. Und dann hat man gleich noch mehr Probleme, wenn es am Anfang denkt, ja, nur zwei Zombies, die da hinten beachten mit und auf einmal, yeah, 10 Zombies. Und rennen. An der Stelle habe ich beim ersten Mal spielen einen Fehler gemacht, abzuwarten und versuchen, das richtige Timing rauszufinden. Und, Moment, stürzt es jetzt nicht ein? Aha, weil normalerweise stürzt das Dachteil ein. Vor allem jetzt wieder die Musik, die Atmosphäre, der Hintergrund, das passt für mich in diesem Spiel einfach so gut zusammen. Hier kommt's. Nom 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 nom. Und ich bin dann mal so frei. Und hier haben wir noch ein Medikit, was wir benutzen könnten, falls unsere Gesundheit ein bisschen angeschlagen wäre, aber ist es Gott sei Dank nicht. Ich stelle mir Gott sei Dank nicht so doof an wie beim ersten Mal spielen, weil er war ja doch ein bisschen dumm. Naja, dumm ist nicht das richtige Wort, ein bisschen retarded könnte man vielleicht sogar sagen. Sinners. Okay. So, wo sind wir hier? Ah, das ist jetzt meine wenige die U-Bahn. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. Ja, Shannon und Lydia, Frau und Kind. So, da gibt's jetzt ein Geheimnis da. Super. Das habe ich beim ersten Mal übersehen, auch habe ich mir erst beim zweiten Durchlauf geholt. Und zwar kann man hier dann eine Videospielkonsole abgreifen, von denen es insgesamt 3 im Spiel gibt. Ah, ja, schreck mir jedes Mal bei dem Mist. Hell is other people. If you wish another to keep your secret, first keep it to yourself. The Inferno begins here! Oh ja. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Ja, ist glaube ich da voll bei dem Setting. Jetzt ist ganz, ganz wichtig. Randall mag zwar ein ziemlicher Badass sein, aus dem Stand so. Also nicht aus dem Stand, das rechnen wir mal. Er ist gelaufen. Wenn wir sagen, dass er jetzt um die 1,80 ist, was schon sehr groß ist, jetzt mache ich das mal mit den Fingern beim Bildschirm. 1, 2, 3, 4. 4 mal 1,80, 4 mal 8, das sind 3, das heißt, er springt mit Sprint an die 7 Meter, der nette Herr. Also Daumen mal B, bisschen mehr sogar, so hopp. Ja, das ist gut 7 Meter, die er da überbrückt. Also der muss vor der Apokalypse ein Parkourläufer oder so ein Shit gewesen sein, weil anders wäre das ja gar nicht möglich. Wenn wir es jetzt realistisch sind, aber hey, es ist ein Videogame. Ich wollte es nochmal angemerkt haben.
Vor allem interessiert mich dieses Parkour-Zeug eigentlich selber auch. Das möchte ich vielleicht irgendwann einmal machen, wenn ich wieder das nötige Geld und Zeit habe. Das kann ich ja hier in der Umgebung machen, Gott sei Dank. Weil es echt was Geiles ist. Und ich habe selber auch mal diese Idee gehabt, dass man so ein Zombie-Apokalypse-Game eben mit diesem Parkour-Teil macht. Also dass man sagt, hier geht es nicht hauptsächlich darum, Zombies abzumetzgern, so wie zum Beispiel in Dead Rising 2, wo man sich einfach nur durchschnetzelt mit irgendwelchen Waffen, die man gebastelt hat, auch wenn die Waffen teilweise extrem awesome und geil waren. Ja, also für dieses Parkour-Zeug wäre dann 10-mal geiler, finde ich. Schnell drüber, Randall. Randall, du kannst das. You're the man. Who the man? You're the man. Meine Homies. Komm zu mir. Das du wirst nicht kriegen. Das du wirst nicht kriegen. Ne. Die Animationen sind teilweise schon ein bisschen buggy und derby, weil man. Wer macht so bitte, wenn er im Wasser durch die Gegend hatscht? Abgesehen davon muss jetzt bis auf die Unterhose nass sein, ist es glaube ich auch nicht so fein. Kann ich eigentlich durch? Nee, leider. Und wieder springen! Jesus, Maria und Josef! Ah, da ist ein Zombie. Machen wir mal auf. Interstate 5. Ihr wisst jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo die Interstate ist. Wo die Interstate ist, das weiß, dass das irgendwo in Amerika ist, aber bei welcher Stadt genau ist mir schleierhaft. Und runter. Und da hinten, was steht denn da in den Himmel geschrieben? Wer hat denn das da hingeschrieben? Das ist ja. Das fällt mir aber erst jetzt auf. Es ist mir davor beim Spielen nie aufgefallen, dass da oben das Deadlight steht. Ach, Göttlichen. Ich werd alt, Kinder, sag's euch, ich werd einfach alt. Und da wieder so much feels mit diesem Musik im Hintergrund. Mit diesem Hintergrund im Hintergrund. Also ich, dafür, dass das ein Indie-Game ist. Und dafür, dass jetzt, wie viel habe ich gezahlt? 3 Euro, was sein Geld definitiv wert. Vor allem, wenn man sich alles holen will in diesem Spiel, sitzt man sehr lang da. Oha. So. Nein, so geht das aber nicht. Und hepp, über den Zombie schnell drüber gesprungen und alle ab. Ja, wer ist ein doofer Zombie? Du bist ein doofer Zombie. War das hier, was mich interessieren würde, was jetzt aus. Man kann die Berichte dann noch einmal durchlesen. Das habe ich leider bisher selber nicht gemacht. Das werde ich vielleicht dann noch machen. Ob das hier mal so wie die Slums waren oder ob das einfach im Zuge dieser Apokalypse entstanden ist, so einige Orte. Das wäre sicher mal ganz interessant zu hinterfragen und zu erfahren. Hep. So. Aber jetzt sind wir dann nicht mehr so hilflos, weil hier kommt. Thanks, buddy. So. Jetzt haben wir nämlich auch eine Axt. So. Zack, 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 zack. Es ist aber anstrengend. So, an dieser Stelle würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch dieses Spiel mal zulegt, was ein extrem guter Kauf, ein extrem gutes Geschäft, spielt es unbedingt mit Gamepad. Ihr habt leider selber kein Gamepad, hatte mal eine Xbox, ist aber kaputt gegangen und den Controller habe ich leider dann auch wieder zurückgegeben, weil die Steuerung ist ein bisschen umständlich, wenn man es ohne Gamepad probiert. Weil ich habe an einigen Spielen echt schon Probleme an einigen Stellen im Spiel schon wirklich Probleme mit der Steuerung gekriegt, weil es einfach so unnötig ist. So, zack, so und zack, und ich kriege auch noch und gut. Ah, das wird jetzt glaube ich lustig. Ja, mal durchschnaufen. Nicht, dass uns ein Herzinfarkt kriegt, der nette Randall. Also, wenn man im Real Life so drauf wäre, das wäre doch ziemlich cool.
Und drüber springen. Und zack. Aufs Auto und an die Leiter. So, ich hätte es euch vielleicht kurz mal demonstrieren können, das werde ich dann aber gleich machen bei der nächsten Stelle. Und zwar habt ihr ja gerade eben gesehen, dass zwei Zombies waren jetzt doch nicht wirklich ein Problem, haben jetzt nicht wirklich ein Problem dargestellt. Und damn Storm. Hey! Ich kann nichts dafür, dass das so regnet, okay? Oh mein Gott. Schaut's genau auf den Blätterhaufen. Wer hat das Kind erkannt? Wer hat das Kind erkannt? Wenn ihr ein Kind erkannt habt, dann steht ihr wahrscheinlich gerade unter Drogen. Nee. So, hier gibt es dann nichts mehr. Also da habe ich eigentlich auch schon alles geholt. Und jetzt ab in die Kanalisation. Einer der sichersten Orte. Und... Habe ich fast vergessen. Hallo. Tschüss. Hallo, hallo, tschüss, tschüss, hallo, tschüss. Ach, keine guten Nachbarn. Ist die uns einfach so verlassen, wenn sie uns sehen? Ich glaube, es kommt jetzt dann gleich. Halli hopp. Oh, 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 das ist jetzt eine geile Stelle und zwar... Yay! Alarmstufe rot. Oh, yep. Tonnen, ah fuck! Ah, ich fliege jetzt mal über die Tonne, ah, Zombies, 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 Zombies! Und halli hopp! Und halli hopp! Guck mal, wer da ist. Das ist der Uwe. So, und tschüss. Ah, da drin könnte man noch nachschauen. Ich habe wieder drin schon alles geholt. Oh, wie die Zombies runterkullern. Machen alle Barrel Roll. Die üben für den großen Barrel Roll Contest. Alle hopp. Zack, zack. Und hepper. I can hear something.